Salut und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencern mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Heute mein Gast ist Jan Schmidt von helden.de. Und wie kam dann die Idee zu helden.de? Auch so aus dem Nichts? Die Idee zu helden.de. Also ich meine, eine Versicherung zu machen, wenn man Wirtschaftsinformatik, okay, Wirtschaftsinformatik geht noch, aber wenn man keine Ahnung hat von Versicherung. Ja, also ich habe vorher während des Studiums eine Softwareagentur gegründet. Aha. Auch ursprünglich, also die mal tatsächlich mit Pivot, das war vorher ein Produkt, was wir versucht haben zu vertreiben. Also ein Pivot ist, wenn ein Unternehmer irgendwie eine Richtung geht und dann merkt er irgendwie, oh, das geht nicht, also ändert er die Richtung. Ne? Das machen viele. Genau. Genau, das ist, ich würde sagen, das ist ein ganz normaler Prozess im Unternehmertum, dass man sich den Gegebenheiten anpasst, ja. Und nur raten, ob ein Markt für irgendetwas bereit ist, ist immer schwierig. Man muss sich dem dynamisch anpassen. Und die Originalidee war damals ein Mobile-E-Commerce-System. Kann ich ja gleich nochmal was zu erzählen. Gerne. Und im Agenturbereich haben wir dann eine sehr große Bandbreite an Projekten gehabt. Und ein Projekt war eine Software, haben wir Prozessautomatisierung gemacht für einen Produktversicherer. Also ihr wart einfach Entwickler und habt für fremde, genau, Firma Software entwickelt. Genau so ist es. Und dann habe ich 2013 teilgenommen an einem Hackathon, der nennt sich Startup-Bus. Es sind so 3 Tage auf Rädern durch ganz Europa fahren und eine Firma gründen in 3 Tagen. Und ein Produkt und so weiter. Und ein Produkt launchen und ein Team aufbauen und das komplette Programm, erste Kunden. Und habe dann dabei ohne Ende Kontakte geknüpft. Und einer dieser Kontakte kam 1,5 Jahre später auf mich zu und hatte abgespeichert, dass ich schon mal Software für Versicherer geschrieben habe. Und hat gesagt, ich kenne da 2. Die wollen etwas in dem Bereich machen. Was hältst du denn davon? Du machst mal ein Technical Sparring mit denen und trittst mal gegen die Idee und gibst mal deinen technischen Senf dazu. Was hatte er davon? Einfach nur Kontakte knüpfen. Also einfach nur, davon. Ja, okay. Ja, mache ich auch gern so. Er hat Spaß davon. Genau, wir dabei. Sind lose in Kontakt geblieben und er hatte dann den Kontakt gemacht, weil ihn einer gefragt hatte, kennst du jemanden, der technisches Know-how hat? Und aus diesem 2 Stunden Sparring-Termin wurden dann irgendwann 8 Stunden mit anschließendem Abendessen und allen möglichen Problemen lösen, die aufgekommen sind. Und danach wurde ich dann gefragt, hättest du Lust, das mit uns zu machen? Ja, für die warst du ja der Fang, weil du warst Programmierer, oder? Genau, also ich hatte das technische Know-how, aber jetzt mein Steckenpferd ist zwar nicht, dass ich kann programmieren und ich glaube, ich kann das auch halbwegs vernünftig, aber mein Steckenpferd ist eigentlich nicht die Softwareentwicklung gewesen, sondern immer das Verständnis sowohl für die betriebswirtschaftliche Seite, Prozessoptimierungsseite, als auch dann noch die Möglichkeit zu haben, das umzusetzen. Und gerade ganz am Anfang braucht es einfach jemanden im Gründungsteam, der das kann. Ja, ein Schweizer Messer. Genau, und während meine Mitgründer eher einen der eine war vorher eine Beratungsgesellschaft, der andere hat schon mal in der Vergangenheit was mit Versicherungen gemacht und ist eigentlich gelehrter Bankkaufmann. Und okay, also er war ja nicht ganz fachfremd, überhaupt nicht fachfremd. Naja, nicht, was heißt, wir sind alle keine Versicherungsfachwirte gewesen oder ähnliches, aber hatten einen relativ frischen Blick für die Versicherungsbranche, ohne gar keine Ahnung davon zu haben, sozusagen. Und dann hieß es, hast du Lust dazu? Und dann habe ich gesagt, ich muss mal drüber nachdenken. Und ein paar Tage später habe ich dann gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Aber, und das ist dann so diese klassische Gründerstory. Ich habe zu meinem, ich sag mal so, man kann sich ja mit Sicherheit sexiere Branchen ausdenken als Versicherung. Und ich habe damals zu meinem späteren Mitgründer gesagt, also ich mache das nur, wenn wir das beste Produkt auf dem deutschen Markt machen. Weil sonst habe ich kein Interesse daran. Qualität setzt sich durch. Und er sagte, wenn wir nicht das beste Produkt hinkriegen, dann machen wir es nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich dabei. Okay. Und das ist wirklich so passiert. Und und der Rest ist History. Was sind deine, sagen wir mal, was sind deine mit dem großen D und so Programmiersprachen?
Ich habe jahrelang sehr viel PHP und Python gemacht. Ah, Web, also Web, viel Web. Ja, absolut. Mhm. Web Development seit jungen Jahren, also seit ich 13 bin ungefähr. Also wahrscheinlich dazu auch noch JavaScript. Genau, JavaScript, HTML, CSS, die komplette Schiene. Also relativ starken Ops-Background, also kann auch Bash-Scripting und Server-Administration sehr gut. Okay. Und das waren auch so meine ersten Jobs, sage ich mal. Webseiten für lokale Unternehmen bauen, Game-Server-Vermietung bauen, solche Sachen. Game-Server, oh Gott, ja. Ja, kein Spaß. Da haben Leute her so viel Geld da drin stecken lassen. Ich weiß es, weißt du, weil damals, also in meiner Zeit, es war wahrscheinlich so 10 bis 20 Jahre vor deine, da wollten wir alle so Quake-Server. Ja, und man wollte Quake-Server, also Quake ist so ein, sagen wir mal, 3D-Ballerspiel, der ziemlich schnell geht und sehr, also ballistisch realistisch, sagen wir mal. Und man wollte seinen eigenen Server, um seine Kumpel einzuladen, um seine Welt dann zu haben. Ne? Und dann Bekannter von mir, Frank hieß er, hatte damals einen Server. Und dann kam nach einem Monat eine Rechnung von 2000 Mark. Und das wäre jetzt wie wirklich, also ich denke, es wäre wie jetzt 2000 Euro. Ne? Ja. Und so viel hat er nicht den Monat verdient. Ja, das hat wehgetan. Ach, das hast du auch gemacht. So schön. Ja, meine Mutter musste damals noch unterschreiben für die Verträge, weil ich noch nicht geschäftsfähig war. Und dann habe ich weil ich selber gespielt habe, dann im Freundeskreis Game-Server und Teamspeak-Server für andere Leute eingerichtet. Teamspeak, damit man schwätzen kann über, ja, das ging parallel damals, ne? Und dafür dann monatlichen Beitrag genommen und so den Server bezahlt für mich selbst. Also das war so ein bisschen ein kleines Taschengeld, ne? Ja, und eine Lernphase wahrscheinlich für jemanden, der vielleicht doch so nur lernt, wenn er auf ein Ziel zugeht. So ist es. okay, das heißt, die Idee kam eigentlich über dieses Duo damals noch. Und wie seid ihr nach diesen 8 Stunden verblieben? Also wir machen das, wir machen jetzt, wir machen eine Versicherung oder wie habt ihr das ausgedruckt? Weil das gab es noch nicht in dem Moment, oder doch? Genau. Nee, es war noch, war sehr früh. Wir saßen das erste Mal zusammen, ich glaube Januar, Februar 2015 ungefähr. Und die Grundidee war, eine Versicherung neu zu denken erstmal und erstmal ergebnisoffen, wie dann die Struktur dazu aussieht. Also Produkt, dann eine Weiterempfehlungsengine, das Ganze möglichst ja, Google und Performance-Marketing unabhängig zu gestalten, wenn möglich, Versicherungsprodukt neu zu denken. Ja. Und die Idee war noch relativ roh, sage ich mal so, war noch sehr grob. Und immer wenn wir dann auf ein Problem gestoßen sind in diesen 8 Stunden, wo ich gesagt habe, so, das ist schwierig umzusetzen, dann haben wir halt gemeinsam an der Lösung gearbeitet. Und so haben wir relativ schnell festgestellt, dass dieses problemorientierte Lösen von Problemen, dass wir da gut zusammenpassen. Und das war einer der besten Tipps, die ich je bekommen habe, vor meiner allerersten Gründung. Also Setting war, ich habe damals, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, Gastronomie, und meine ganze Familie ist irgendwie selbstständig gefühlt. Aber ich habe auf einer Feier gearbeitet und sehr viele sehr interessante Gäste dabei gewesen und ein erfolgreicher Unternehmer zu dem Zeitpunkt schon in Rente und er hatte mich so ein bisschen gefragt, was ich mache. Und ich habe gesagt, ja, bin gerade dabei, Unternehmensgründung vorzubereiten, Stammkapital zusammen für die Agentur, ne? Oder für die Produktidee, die wir damals hatten. Und er sagte dann, es gibt 2 Möglichkeiten, ein Unternehmen zu führen. Und man kann Unternehmen auf verschiedene Arten und Weisen sehr erfolgreich aufbauen. Und es gibt Welt und bei uns im Umkreis, wo ich herkomme, gibt es 2 Unternehmen, die sind Weltmarktführer. In komplett unterschiedlichen Bereichen. Und er sagte, es gibt, weißt du, die einen, sind beides Familienunternehmen, die leben mittlerweile in der Schweiz, weil die sich im Unternehmen nicht blicken lassen können, weil sie ihre Mitarbeiter nicht gut behandeln oder nicht sauber behandeln und sehr, ich möchte mal sagen, eine gewisse Art rücksichtslosen Führungsstil haben. Und das andere ist ein Unternehmen, wo wenn der Senior durch die Halle läuft, durch die Betriebshalle, dann wird er gegrüßt und alle mögen ihn und er hat einen sehr mitarbeiterfreundlichen Unternehmen, Führungsstil.
So. Und mit beidem kann man erfolgreiche Unternehmen aufbauen. Beides funktioniert. Und auch alles dazwischen, ja. Und alles dazwischen. Mhm. So, die Frage ist nur, mit welchem dieser Führungsstile kannst du morgens aufstehen und in den Spiegel gucken und sagen, ich fühle mich wohl mit der Situation. So. Und ich weiß, dass ich das nicht könnte, wenn ich weiß, ich bin nur der knallharte Boss, der irgendwie der kein Verständnis für den Menschen hinterm Mitarbeiter oder Kollegen hat. Mhm. Das könnte ich nicht. Und deswegen ist so ein fairer Führungsstil, glaube ich, ultra wichtig. Wie gesagt, Erfolg kann man mit beidem haben. Ja. Ich hatte teilweise dieses Gespräch mit Matthias Fischer-Dick in einer Sondersendung. Und er erzählte über die Art, ich denke, das war in den 80er, 90er, wie man so Manager ausgesucht hat, also Top-Manager, ne? Welche, die wirklich auf dem höheren Level sind. Und zwar, dass es sehr beliebt war, diese leicht psychopathische Leute zu nehmen, die null Empathie, gnadenlos waren, einfach nur friss oder stirb. Also es wäre die, von denen du sprichst in der Schweiz, weil die sich nicht blicken lassen können. Also in der Theorie ist das wirklich so. Man soll sich das aussuchen. Aber da bin ich wieder bei Dennis Rodman. Ne? Da gibt es ja auch alles rumherum und es gibt ja auch alle, die dir sagen, was. Ja. Und bin mir sicher, du hast ja auch gehört. Ja, du, also hier. Also ich bin Schwabe. Okay, deswegen erlaube ich mir das zu sagen, was ich jetzt sagen werde. Und ich liebe Schwaben. Aber hier wird nicht so gelobt. Ne? Und ich bin der Meinung, dass zum Beispiel Loben von Mitarbeitern, wenn sie was Gutes machen, ja, wie Benzin ist für den. Das motiviert sie sehr. Und das gibt den Mitarbeiter eine gewisse Ruhe. Die machen sich weniger Sorgen über bestimmte Sachen. Sie gehen mehr nach vorne. Sie gehen mehr Risiko ein. So. Aber du hörst sofort auch, wenn du es lobst, ja, aber du darfst die Leute nicht so viel loben, sonst wollen sie mehr Geld. Ja. Und dann, wenn du nett bist, sag, ja, wenn du zu nett bist, dann wirst du wie der und der, die sind dran pleite gegangen, weil ihre Mitarbeiter sie gefressen haben. Und auf die andere Seite hörst du, ja, aber Achtung, wenn du zu hart bist, gehen sie weg. Das heißt, ich weiß, dass du dich da sehr viel Gedanken machst, allgemein. Es ist ja auch bekannt, dass du das machst, über was habe ich für einen Führungsstil, kann ich mich selbst in den Spiegel gucken. Die Frage ist, wie findest du deinen Führungsstil? Suchst du ihn oder lässt du nur einfach Sachen zu, bis du merkst, dass es funktioniert? Wie gehst du ran? Also ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die man nicht an der Uni lernt. Ja, also es gibt's natürlich, du hast natürlich deine Unternehmensführung ist natürlich ein Fach, auch ein Wirtschaftsinformatikstudium natürlich. Aber das ist eine Sache, die muss man ausprobieren und die lernt man nur durch Ausprobieren. Und man macht Fehler, das gehört dazu. Man muss die sich und dann gegebenenfalls auch den Kollegen und Kolleginnen auch eingestehen. Kein Mensch ist fehlerfrei. Kein Kollege ist fehlerfrei. Keine Führungspersönlichkeit oder keine Führungskraft ist fehlerfrei. Und den eigenen Stil rauszufinden, das lernt man nicht aus Büchern, das lernt man nicht, kannst du nur ausprobieren. Und du musst, und ich glaube, da gehört ein gewisses Gerechtigkeitsbewusstsein einfach dazu. Dass man merkt, was ist gerecht, was ist nicht gerecht. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ist auch im Wandel. Also die verändert sich auch durch Erfahrungen einfach. Hm. Es gibt Dinge, die kann man nicht zulassen. Die sind indiskutabel. Für dich? Genau. Ich glaube, also natürlich generalisiere ich jetzt, aber ich glaube, es gibt gewisse Dinge, die sind sollten für jeden indiskutabel sein, weil sie ein nicht gutes Arbeitsklima schaffen und jemand, der sich bei der Arbeit nicht wohlfühlt, der wird keine gute Leistung bringen. Mhm. Jemand, der, das sind alles keine, also kein Mensch, Menschen sind ja keine Dressurpferde am Ende des Tages. Das heißt, ein gewisses Wohlfühlen gehört dazu und dafür muss man eine Arbeitsumgebung schaffen, die konstruktiv ist. Mhm. Und das ist für mich nicht diskutabel zum Beispiel. Also was meine Firma und meine Überzeugungen angeht, bin ich voll auf deine Wellenlinie. Ich bin jedoch, ich glaube, nicht so
positiv wie du. Ich denke, dass auch ganz schlechte Modelle funktionieren. Und nüchtern betrachtet, also ich versuche es neutral, wirklich neutral, weil es entspricht überhaupt nicht meine Überzeugungen, aber neutral gesehen kannst du als Riesen-A, ja, den Rest des Wortes kann sich jeder selbst denken, als Riesen-A kannst du erfolgreiche Firmen haben mit super unglücklichen Menschen. Natürlich hast du viel Wechsel. Du wechselst, ne? Ich glaube, du wirst auch nie lange Rockstars bei dir haben. Also Rockstars sind diese Mitarbeiter, die alles wachsen lassen. Ich denke, beide Modelle funktionieren und auch alles dazwischen. Und ich kenne ja Beispiele von Leuten. Ich frage mich nur manchmal, wäre es nicht einfacher, wenn man weniger empathisch wäre für einen selbst? Ja, natürlich, du machst dir weniger Gedanken. Ja. Wenn du dir in dem Moment weniger Gedanken machst, macht es das für dich leichter? Die Frage ist, macht es dich erfolgreicher? Ja, ich glaube, man kann Unternehmen führen, genauso wie du beschrieben hast, als Riesenwort bitte hier einfügen. das funktioniert. Wie gesagt, die Frage ist erstmal, fühle ich mich wohl damit? Und in welchem Bereich bin ich unterwegs? Weil insbesondere, wenn wir in einem Bereich unterwegs sind, in dem The War for Talent, also das komplette Werben um Talente, um qualifiziertes Personal. Das ist ein Argument. Ein hochqualifizierter Marketier, ein hochqualifizierter Entwickler, ein richtig guter, kundenfokussierter User Agent, ein Produktentwickler. Wenn dem das nicht gefällt, dann findet der auch woanders einen Job. Sofort. So, also das heißt, wenn er keinen Sinn sieht in seiner Tätigkeit oder keine Wertschätzung oder ein Umfeld vorfindet, in dem er sich nicht wohlfühlt, dann kann der theoretisch woanders hingehen. Ja, so. Das war nicht der Fall in den 80er, das stimmt. Achtung, siehst du, da haben wir zwei Generationen. Ne? Ich bin die Generation, die, ich kenne die 90er und ich weiß, dass es manchmal schwer war, überhaupt einen Job zu finden. Mittlerweile, klar, du musst dich als Manager oder als Unternehmer du musst dich anpassen, ja. Ja. Aber es ist doch schön für uns, weil wir ja ganz tolle Typen sind, die Rücksicht nehmen. Das heißt für dich, wann, ich meine, wenn du so Kleinunternehmer bist noch, bist du für mich jetzt nicht, ne? Aber wenn du Kleinunternehmer bist, Führungsstil, weißt du, wenn du 3-4 Leute hast, Führungsstil ist noch nicht so ein Thema. Wann hat es angefangen, dich da zu jucken? Gleich nach diesem Tipp von dieser Person oder kam es dann mit dem Wachstum zusammen? Naja, also das war ein Tipp, den habe ich bekommen vor der ersten Gründung. Das ist ein Tipp, der einen begleitet. Also das ist ein allgemeingültiger Tipp. Kein Tipp nur für die Startphase, kein Tipp nur für eine starke Wachstumsphase, sondern das ist ein Tipp, der einen begleitet. Und der einen auch immer wieder hinterfragen lässt, so bin ich gerade zufrieden damit. Und man muss auch aufpassen, wie du schon gesagt hast, man kann nicht zu weich, das geht auch nicht. Nee. Also das geht auch nicht am Ende des Tages, weil es muss rote Linien geben. Es muss, wir machen das alle nicht aus altruistischen Gründen oder nur aus altruistischen Gründen. Wir wollen natürlich was verbessern, was verändern, aber am Ende des Tages. Wir müssen was dran verdienen. Müssen was dran verdienen, weil das bezahlt die Butter am Ende des Monats. Ja. Und die Kredite für die Studium der Kinder, der Mitarbeiter und so weiter und so weiter. Mhm. So, das heißt, es ist keine Spaßveranstaltung. Ne? Also ich habe Spaß an der Arbeit und ich glaube, es ist auch wichtig, dass Menschen Spaß an der Arbeit haben. Aber es ist keine Spaßveranstaltung, sondern es ist ein Unternehmen, was gewinnorientiert ist. Und ich glaube, man kann das aber unter einen Hut bringen. Und diese Balance zu finden und wie diese Balance aussieht für jeden Einzelnen, die ist für jeden ein bisschen anders. Ja. Der eine ist vielleicht ein bisschen softer und der andere ist vielleicht ein bisschen härter. Und dann gibt es natürlich die ganz krassen Extreme. Und ich glaube, die ganz krassen Extreme, wie du gesagt hast, da haben sich die Zeiten ein bisschen verändert. Ich glaube, der klassische, leicht psychopathische Manager, dessen Zeit ist zum gewissen Maße vorbei. Ja. Ich treffe sie oft, diese Ex-Manager, die jetzt in der Rente sind. Du weißt ja, wenn man in bestimmten Orten gibt es mehr davon. Ne? Ältere Herren, ja, wenig Frauen, ältere Herren, die, sagen wir mal,
Babyboomer, das heißt, die sind mit Nachkriegswerte geboren, sind aber in einen Überfluss gewachsen. Das ist echt witzig, wenn die deine Handlungen betrachten oder kommentieren. Was die du merkst manchmal, nee, so ist es nicht mehr. Ne? Kannst du gut delegieren, wenn wir schon beim Mitarbeiter sind? Oh. Ja, der Gesichtsausdruck. Ja, ich kommentiere alles. Alles gut. Ich glaube, das ist genauso wie Führung oder Führungsstil oder auch Arbeitsmentalität. Also wie geht man mit Arbeit und wie geht man auch mit viel Arbeit und Stress um? Stressresistenz, das sind alle solche Themen, und da gehört Delegieren auch dazu, die man lernen muss. Grundsätzlich, man muss es lernen. Man muss lernen, auch Verantwortung abzugeben, weil kein Mitarbeiter, keine Kollegin, kein Kollege wird wachsen, wenn man keine Verantwortung abgibt, also oder denen Verantwortung zumisst. Sondern dann entgeht auch der Entfaltungsspielraum weg. Ja. Ich glaube, dieser Entfaltungsspielraum ist wichtig, und gerade als junges Unternehmen, wo einzelne Personen sehr, sehr, sehr viel Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens haben, weil der Erfolg ist nicht ganz alleine von einem Gründer abhängig, sondern der ist auch von den Personen abhängig, mit denen man sich umgibt. Genau da ist es auch wichtig, diesen Spielraum zu geben und diesen Entfaltungsspielraum. Und Delegieren gehört dazu. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, ist mir immer sehr einfach gefallen. Sondern das ist eine Sache, die muss man lernen. Man muss auch lernen, dass Micromanagement dann teilweise nichts bringt. Hm. Nachjustieren, klar. Aber Micromanagement bringt da nichts. Nee. Es gibt immer wieder Aufgaben, wo ich sage, warum, also wo ich merke oder wo mir jemand anders auch mal sagt, und da muss man auch mal hinhören, gerade wieder passiert vor 2 Wochen, wo mir eine Kollegin gesagt hat, Jan, das ist eigentlich keine Aufgabe, die auf deiner To-Do-Liste stehen sollte. Weil ich gesagt habe, ich pack's auf meine To-Do-Liste. Das ist geil, wenn du so Mitarbeiter hast. Ey, und sie kam auf mich zu, hat gesagt, ich kümmere mich darum, weil das gehört auf deine To-Do-Liste gar nicht dahin. Ja. Weil du hast einfach ein paar andere Baustellen und vielleicht auch strategischere Baustellen, ja. die da wichtiger sind. Ja. Und ich glaube, da muss man sich auch Hilfe für holen, das zu lernen, gerade wenn ein Unternehmen schnell wächst, was wir auch in den letzten Jahren gesehen haben, dann ist es vollkommen A, akzeptabel und B, notwendig, sich einzugestehen, hier brauche ich externes Sparring. Und da brauche ich unter Umständen vielleicht auch mal einen Coach, der das alles schon gemacht hat und der sich dann darauf eingeschossen hat, das Leuten beizubringen oder als Sparringpartner zur Seite zu stehen. Und ja, die guten kosten Geld, muss man einfach mal so sehen. Ja. Und die kosten auch nicht wenig Geld, das muss man auch mal so sehen. Lassen sich das, aber das lohnt sich. Aber am Ende des Tages ist es eine betriebswirtschaftliche Rechnung. Spare ich gesamtheitlich, komme ich schneller an Ziele ran? Und wenn ja, dann ist die Frage, warum mache ich es nicht? Und ist es nur Ego? Also mache ich das nicht, weil das mein Ego kränkt, mir Hilfe zu holen dafür? Mhm. Nee, und ich glaube, es ist voll, und es ist wichtig, dass man dann sagt, okay, nee, weißt du was, da stehe ich drüber, weil man kann nicht alles. Man kann nicht alles aus Büchern lernen oder nur alle Fehler selber machen, sondern man muss einfach mal jemanden nehmen und sagen, okay, ich nehme mir jetzt auch diesen Tag Zeit und gehe die ganzen Wachstumsschmerzen, die man gerade bei schnellwachsenden Unternehmen hat, die Führungsschmerzen, die man hat, und gehe die mal durch und überlege, wie kann man Prozesse verbessern, wie kann man eigene Denkweisen verbessern, wie kann man Handlungen verbessern am Ende des Tages. Ich denke sogar, dass das Thema Delegieren kommt immer wieder in diesem Podcast, und ich merke jedes Mal, wie meine Aussage sich entwickelt, ja, weil ich stelle mich da viele Fragen. Ich druck das zurzeit auf sehr krasse Art aus, und zwar indem ich sage, hey, die anderen sind ja auch schlau und einfallsreich. Aber das kannst du im Kopf wissen. Aber wie Asimov geschrieben hat, du musst es ja auch im Bauch wissen. Na? Und du probierst es und du merkst, die machen das. Aber dazu kommt jetzt durch deine Aussage bei mir die Idee, dass es teilweise auch kulturell bedingt ist. Denn für mich, weiß nicht, wie es für dich ist, wenn ich delegiere, die Aufgabe, die mir zum Beispiel
Also mir gefällt das Operative wenig. Mir gefällt das Strategische und besonders bei mir gefällt das Networking, was ich jetzt hier mache, was ich die ganze Zeit mache. Dann als, sagen wir mal, jakobinisch kulturell, also ich bin jakobinisch, das heißt, ich komme aus Frankreich. Frankreich ist christlich, katholisch, also jakobinisch geprägt, habe ich die Tendenz zu denken, also scheiße, ich mache nur noch Sachen, die mir gefallen. Wirklich, ja. Ich gehe und esse mit Leuten, ich mache Podcast. Also dann ist es auch das. Also es gibt dieses Ego, ne? Also das Ego ist zu denken, die anderen sind nicht so einfallsreich wie du oder sind nicht, also nicht zu denken, nicht wahrzunehmen, dass die auch schlau und einfallsreich sind. Und das andere, ich glaube wirklich auch kulturell bedingt, auch familiär bedingt, was für eine Umgebung bist du groß geworden. Und ist ja klar, wenn du delegierst, machst du am Ende nur, also viel, nicht nur noch, aber viel mehr Sachen, die dir liegen, an denen du Spaß hast. Der eine wird nur Finanz machen, du bist COO, ne? Ja, ja, also es liegt dir wahrscheinlich. Der andere, ich habe demnächst mit jemandem gesprochen und von dem Chef erfahren, der jettet nur noch durch die ganze Welt. Große Agentur, 130 Leute, ja, jettet nur noch die Welt. Ja. Und das ist aber der Mehrwert, den er seine Firma bringt, weil das durch dieses Jetten durch die Welt bringt er Aufträge und bringt er Connections und so weiter. Ne. Also nicht nur diese Ego und dieses sondern auch, ich glaube, das Kulturelle spielt eine Rolle. Und damit meine ich religiös, Land, Familie. Ja, ich glaube, es ist, also erstmal vollkommen gekauft. Ich glaube, das hat einen ganz großen Einfluss. Mhm. Und ich glaube, warum sich, und das hatte ich in dem ein oder anderen Gespräch, was du geführt hast, also wie gesagt, ich habe nicht alle Podcast-Folgen gehört, aber wie? Ein paar. Nee, schlimm, ne? Ich habe ein paar natürlich gehört und das Thema kommt immer wieder und du hast ja selbst gesagt, also es gibt einfach Leute, die sagen auch, mir fällt es schwer oder mir ist es schwer gefallen und ich glaube, das liegt auch daran, dass du ja mit Gründern sprichst. Du sprichst ja nicht mit Leuten, die ich bin jetzt mal ketzerisch und sag, die ihr Abi gemacht haben, dann sind die an die WHU gegangen, haben da Unternehmensführung gelernt, haben dann 5 Jahre bei einem der Big Four gearbeitet und haben dann gesagt, und ich fange jetzt irgendwo als Manager in einem, keine Ahnung, Konzern an. Ja. Das ist eine andere Story, als zu sagen, ich fange bei Null an und baue etwas auf. Und wenn man bei Null anfängt und etwas aufbaut in einem ganz kleinen Team oder als Solopreneur alleine, dann erfordert diese Anfangszeit ein anderes Skillset als ich habe 30 Kolleginnen und Kollegen oder 50 Kolleginnen und Kollegen und muss delegieren, weil sonst schadet es der Firma. Und ich glaube, den Wandel hinzukriegen und zu merken, wann ist der Punkt erreicht, wo ich immer mehr abgeben muss, das ist super schwierig. Und das Mindset verändert sich in dem Moment. Und ich glaube, das ist eher die Schwierigkeit als das Delegieren selbst. Weil wenn du die ganze Zeit nur delegierst, oder wenn das von Tag 1 Delegieren dein Job ist, sozusagen, dann musst du diesen Punkt gar nicht abpassen. Musst diesen Punkt nicht abpassen, wo ich mein Wesen und meine Tätigkeiten verändern muss. Und das ist, glaube ich, super schwierig. Und das ist auch ein Lernprozess.